Ja, das kommt auch ein bisschen auf die Intensität an. Wenn ich sehr intensiv unterwegs bin und ich mache Intervalle, ich sag mal zum Beispiel 3 Minuten Intervalle mit 3 Minuten Pause, dann ist es ungefähr oder ziemlich genau gleich, ob ich auf ein Rad fahre, ob ich Skilanglauf mache, ob ich Skitouren gehe, ob ich laufe und so weiter und so fort. Weil der, sag mal, der Faktor, der dann irgendwo die Rolle spielt, ist dann das Herz-Kreislauf-System und der Metabolismus. Und dem ist das relativ egal, ob ihr gerade lauft oder Rad fahrt. Also von Intervallen her ist es 1:1 eigentlich. Ja. Wenn ihr dagegen Ausdauerfahrten macht, im Gegensatz zu Ausdauerläufen, dann würde ich mindestens mal mit dem Faktor 1,5 rechnen, weil da eben die muskuläre Ermüdung beim Laufen doch deutlich höher ist als beim Radfahren und ihr da deutlich länger auf dem Rad unterwegs sein könnt und im Schnitt auch eine niedrige Herzfrequenz habt, weil ihr eben nicht den ganzen Körper die ganze Zeit auch tragen müsst, also nicht so viel gegen die Schwerkraft arbeiten müsst. Also bei Ausdauereinheiten eher mal 1,5 rechnen und bei Intervallen und bei intensiven Einheiten könnt ihr eigentlich 1:1 rechnen.